Darmreinigung mit Leinsamen oder Flohsamen. Wer sich beim Basenfasten oder auch beim Heilfasten vor der Darmreinigung mit einem Einlauf oder mit der Kolonhydrotherapie drücken möchte, der greift gern auf Mittel wie Glaubersalz oder Backpflaumen oder Leinsamen oder Flohsamen zurück. Ich möchte heute mal gerade das Thema Leinsamen und auch Flohsamen herauspicken und euch erklären, warum das kein Ersatz für eine richtige Darmreinigung mit einem Einlauf oder aber auch mit der Kolonhydrotherapie ist. Die Antwort heißt also nein, damit kann ich keine richtige Darmreinigung ausführen. Aber warum? Schauen wir uns erst einmal den Leinsamen überhaupt an. Leinsamen, das sind die Samen des Lein oder auch Flachs genannt und eigentlich kennt es jeder von der Leinenbettwäsche oder von den Leinenhemden. Bevor Baumwoll damals bekannt wurde bei uns in Deutschland, hat man seine Stoffe im Wesentlichen aus Leinen gemacht. Und er hat den lateinischen Namen Linum usitatissimum, das heißt äußerst nützlicher Leim. Und Lein ist auch tatsächlich eine nützliche Pflanze, denn schauen wir uns mal an, was er alles zu bieten hat. Gerade der Leinsamen enthält sehr viel Eiweiß, nämlich 25%. Damit ist er auch eine echte Proteinquelle. Er enthält 30% Fett und von diesem Fett sind 90% ungesättigte Fettsäuren. Ich sage nur Omega-3-Fettsäuren, hat jeder schon von euch gehört. Deswegen wird er auch ein bisschen als Superfood gehypt. Und Leinsamen enthält auch etwa 38% Ballaststoffe. Was Leinsamen auch enthält, sind Schleimstoffe. Schleimstoffe sind die, die den Leinsamen als ein mildes Abführmittel bezeichnen, weil er diesen Quelleffekt hat. Nun sind die Schleimstoffe im Wesentlichen aus Zucker bestehend. Und das ist auch die Krux dabei, warum Leinsamen beim Abführen helfen kann oder auch nicht. Es hilft immer nur dann, wenn genügend Wasser getrunken wird. Und da reicht es nicht, so ein kleines Gläschen, wie das hier steht, zu trinken. Das reicht überhaupt nicht. Man muss richtig viel trinken. Denn was passiert, wenn man es nicht macht? Wenn man nicht genügend trinkt und denkt, papalapap, und ich trinke wahrscheinlich schon genug. Und ganz ehrlich, ich habe so viele Menschen erlebt, die behaupten von sich viel zu trinken und es stimmt nicht. Sie kriegen dann vielleicht nicht mal einen Liter runter. 2,5 bis 3 Liter am Tag soll es sein. Wenn ihr Leinsamen zum Anregen nehmen wollt, dann müsst ihr noch mehr Wasser oder verdünnten Kräutertee trinken. Wenn ihr es nicht tut, was passiert dann? Dann verkleben diese Zuckerstoffe auf der Darmwand und im Worst Case, man weiß ja nie so genau, was der Darm mit einem treibt, im Worst Case kann das dazu führen, dass ihr einen Darmverschluss bekommt. Also Leinsamen einfach so gedankenlos einzunehmen, sagen, ach okay und so, ist nicht so ganz in Ordnung. Das heißt, es muss mit Bedacht gemacht werden. Wenn ihr einen Einlauf macht zur Darmreinigung, macht ihr Wasser rein, einen halben Liter, Liter oder zwei, da passiert nichts, ob das etwas mehr oder weniger ist. Das heißt, ihr müsst nicht so exakt genau darauf achten. Was noch dazu kommt, ist, dass Leinsamen die Menge, die ihr einnimmt, nicht überschritten werden sollte. Die Menge, die man empfiehlt, nicht zu überschreiten, liegt bei 15 Gramm am Tag. Das ist gar nicht so viel. Und wenn ihr das tut, lauft ihr ein wenig die Gefahr, in Nebenwirkungen hineinzukommen, denn Leinsamen enthält auch bestimmte cyanogene Glykoside, so heißen die, aus denen kann Blausäure entstehen. Deswegen gibt es diesen Warnhinweis, dass man nicht zu viel davon nehmen soll. Nun gibt es aber noch einen weiteren Punkt, weshalb ich jetzt nicht so der wahnsinnige Friend of Leinsamen bin, obwohl es sicher ein nicht ganz unberechtigt auch ein Superfood ist aufgrund der ganzen Inhaltsstoffe. Der Punkt ist einfach der, dass Leinsamen, wenn ihr es ganz nehmt und quellt, es quillt ja ganz schnell auf, es wird ja ganz schnell schleimig, dass es dann natürlich nicht so schnell zur Wirkung kommt, denn es muss ja eigentlich aufgebrochen sein, es muss geschrotet sein. Das weiß man natürlich schon lange. Man geht also hin und schrotet es und ich kann mich sehr gut erinnern in meiner langjährigen Zeit in der Apotheke, dass beim Leinsamen wir den immer frisch geschrotet haben in ganz kleinen Mengen und die Leute alle paar Tage kamen und ihn gekauft haben. Dann duftet er wunderbar nussig. Dieses Leinöl riecht so herrlich und dann ist es ein tolles Mittel, dann wird es gequollen, dann ist auch der Quelleffekt stärker, das heißt dieser Reiz, der da auf die Darmbewegung, auf die Peristaltik ausgeübt wird, ist etwas höher und dann ist es gut. Aber wenn ihr das ein paar Tage stehen lasst, dann zersetzen sich diese wunderbaren Omega-3-Fettsäuren und dann habt ihr genau den Gegenteileffekt, nämlich ein ranziges Fett, das schädigend wirkt. Und das braucht kein Mensch, das ist kein Superfood mehr.
Ich persönlich bekomme eine Krise, um nicht zu sagen, ich könnte sauer werden, wenn ich in all den Bioläden, Reformhäusern und Märkten geschroteten Leinsamen sehe, der monatelang in diesen Regalen rumsteht. Kauft das never ever. Kann ich nur sagen, nützt gar nichts. Wenn überhaupt, dann hat man zu Hause vielleicht so eine alte Kaffeemühle oder eine Mühle, wo ein fettreicher Samen überhaupt gequetscht werden kann und ihr macht es selbst oder aber ihr geht wie früher in einer Apotheke, bringt euch ganzen Leinen eine kleine Menge mit und lasst es schroten. Aber nicht den geschroteten fertig kaufen. Also, und all diese Dinge, die ihr jetzt so hört, die ich euch sage, tragen dazu bei, dass ich den Leinsamen nicht ideal für eine Darmreinigung finde. Wenn ihr unbedingt Leinsamen wollt, könnt ihr noch eines machen. Ihr könnt ihn selbst keimen. Es ist nicht ganz einfach. Es geht ein bisschen ähnlich wie bei der Kresse, weil es sehr schleimig ist. Aber gekeimter Leinsamen ist natürlich da wieder die bessere Wahl, als einen alten, geschroteten zu nehmen. Nun, wie sieht es mit dem Flohsamen aus? Der Flohsamen, ein Plantago-Gewächs, also ein Wegerich-Gewächs, ist genauso ein Quellmittel, also basiert genau auf diesem Schleimeffekt, wie das auch beim Leinsamen der Fall ist. Beim Flohsamen ist es so, dass man ihn sowohl als Schale als auch als Samen verwendet. Man kann also beides für diesen Quelleffekt nehmen und es wirkt auch sehr gut. Man setzt es sogar gegen Reizdarm ein, also es wird auch wirklich von Ärzten empfohlen. Er hat nicht so diese Nebenwirkungen wie der Leinsamen, man muss ihn auch nicht schroten vorher. Aber der Punkt ist, der Flohsamen verhindert teilweise die Aufnahme von Arzneimitteln. Es gibt eine ganze Reihe Arzneimittel, die da etwas geblockt werden und deswegen ist man auch da wieder vorsichtig mit einer zu hohen Einnahme. Genau wie beim Leinsamen gilt, Flohsamen ist ein Quellmittel, damit gilt es als ein sehr sanftes Abführmittel, aber es ist eben nicht zu einer richtigen, gründlichen Darmreinigung geeignet. Bei einer Darmreinigung werdet ihr von mir nie einen anderen Tipp hören als Spülung mit Wasser. Ob ihr das mit einem Irrigator macht, ob ihr das mit einer Kolonhydrotherapie beim Therapeuten machen lasst, ist mir egal. Ist natürlich auch eine Frage des Geldbeutels und des Komforts. Aber wir empfehlen immer unseren Reprobklister, weil der das beste Gerät ist, das am vielseitigsten und auch am längsten anwendbar ist. Das bekommt ihr bei uns im Shop und in der Videobeschreibung bekommt ihr noch weitere Tipps.